Meine Damen und Herren, Physik im Blick sollte heute eigentlich in Wetzlar stattfinden, aber wie Sie sehen, wegen des Wetters hier ist niemand gekommen. Stattdessen habe ich mir erlaubt, das Thema heute als YouTube-Video zu veröffentlichen, sodass Sie das dann später zu Hause anschauen können. Man hatte mich gebeten, etwas zum Thema elektrische Phänomene zu bringen. Da habe ich natürlich gleich zugesagt, weil elektrische Phänomene ist ja nun wirklich was Einfaches und Überschaubares, habe ich mal erst gedacht. Leider stellte sich heraus, es gibt so viel da zu erklären, sodass es unmöglich war, das in eine Dreiviertelstunde zu quetschen. Stattdessen habe ich also eine kleine Serie von YouTube-Videos aufgenommen und habe mal versucht, dieses riesige Gebiet der elektrischen Phänomene so zu komprimieren, dass Sie in diesen kleinen YouTube-Clips die wesentlichen Essenzen der Physik der Elektrizität kennenlernen. Genannt habe ich die Serie Spaß mit Elektronen. Es kommt auch eine Katze drin vor, aber im Wesentlichen geht es um Elektronen und alles, was man mit Elektronen so machen kann. Je nach Vorkenntnissen erscheint Ihnen das alles trivial, was ich da gesagt habe. Aber wenn Sie genau hinschauen, finden Sie auch das eine oder andere, was vielleicht doch erstaunlich ist und nicht so ganz allgemein bekannt ist. Wenn Sie Sachen nicht verstehen, weil sie zu kompliziert sind, ist auch nicht schlimm. Es ist einfach so, dass es ein Riesengebiet ist und dass es von ganz einfachen Phänomenen zu ganz komplexen Zusammenhängen in diesem Thema geht. Wichtig ist, dass Sie Physik versuchen, richtig zu verstehen, also auch die kleinen, einfachen Dinge, die Sie schon aus dem Kindergarten kennengelernt haben, wie Magnete, die muss man sich wirklich erstmal tiefer anschauen, um wirklich zu verstehen, was dahinter steckt. Insofern bitte ich Sie, folgen Sie dem Link, der hier gleich eingeblendet wird. Gehen Sie auf meinen Kanal, der heißt Michael Düren mit UE. Und ansonsten gibt es auch einen direkten Link zu den Videos, der hier auch eingeblendet wird und den Sie vielleicht auch auf Ihrer Webseite dann noch finden. Somit wünsche ich Ihnen viel Spaß und es macht Sinn, dass Sie nicht mit hier nach draußen gekommen sind. Es ist wirklich eiskalt heute wieder mal. Also bleiben Sie zu Hause, machen Sie es gemütlich, kochen Sie sich einen leckeren Kaffee oder Tee und gucken Sie meine YouTube-Videos. Dankeschön.